Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Letztes Mal haben wir Random Battles gemacht und dieses Mal kommt der Challenge Cup dran. Im Challenge Cup werden Pokémon komplett random gemacht. Also nicht nur, es werden in normalen Random Battles werden halt richtige Sets und so genommen und daraus werden einfach Random Teams gebildet. Hier ist alles komplett random. Die Attacken sind random, die Items sind random. Und da kommt oft ziemlich viel Scheiße bei raus und ich werde jetzt einfach mal nach einem Battle suchen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Will ich pausieren? Nein. Okay, wenn es zu lange dauert, dann schneide ich das raus. Wenn ewig keiner will. Es kann beim Challenge Cup gerne mal ein bisschen dauern, bis man jemanden findet, gegen den man kämpfen kann. Weil das spielt halt keiner außer ich, außer mir. Weil ich den Challenge Cup voll episch finde. Jetzt habe ich gerade fast mir mein Bild von der Wand geworfen, was dann mein Laptop zerstört hätte, wodurch ich traurig wäre. Ich habe einen Kampf gefunden. Ich werde dieses Mal wieder Musik drunter legen. Diesmal werde ich halt nicht Musik im Hintergrund laufen lassen, das ist irgendwie kacke immer. Okay, das Vieh hier. Mit dem Team bin ich eigentlich zufrieden, es kann beschissenerin rauskommen. Ich kann bis Regentanz. Was ist das? Silberblick und Zertrümmerer. Na toll, Zertrümmerer. Was will ich mit Zertrümmerer? Der Rest... Ja, mal sehen. Ein Netzball? Okay, ich habe ganz viel Scheiße auf jeden Fall. Ich werde jetzt einfach mal Biss einsetzen, weil ich habe ja sonst nichts Besseres. Nein, geh weg mit deinem Säurepanzer. Geh ganz weit weg damit. Ganz weit. Habe ich jemanden, der speziell angreift, der ihm auch Schaden machen kann? Der Spezialangriff von ihm ist scheiße, aber er könnte speziell angreifen. Nein. Okay, ich habe das Gefühl, am Arsch zu sein. Hier, nein, verdammt. Okay, ich probiere es mit Barberkel. Ich habe vergessen, wie es im Deutschen heißt. Ich hoffe, mir ist keiner böse, dass ich das nicht mehr weiß. Für mich ist das hier auch gerade ein bisschen langweilig, so ohne Musik. Die Musik macht schon immer ziemlich viel aus. So, Sludge Wave. Safeguard, oh nein. Was ist Safeguard? Was war Safeguard? War es das, wodurch... Ich habe keine Ahnung, was Safeguard ist. Sludge Wave. Ich weiß aber, dass ich kaum Schaden mache. Fast gar nichts. Das ist Swift. Ist egal, es macht keinen Schaden. Ich guck mal eben, was das für Sachen sind. Data. Swift. Okay. Ach, das. Ja, das, ja. Swift ist Sternschauer, also trifft immer. Ich warte gerade darauf, dass der Gegner mal was macht. Derzeit kann ich ja nochmal. Data. Safeguard. Was die. Ich weiß, dass das. Okay, Status Moves. Ich weiß zwar die ganzen Sachen im Deutschen, aber bei englischen Moves, da bin ich mir nie so wirklich sicher, was die Sachen machen. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf einen Aerial Ace, also ein Aero Ass. Och nein. Och nein. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Aero Ass. Okay, immerhin macht der mir auch keinen Schaden. Aero. Okay, ich bin durch. Ich komme durch. Sein Ding ist weg. Okay. Sein Safeguard, sein... Was ist es im Deutschen denn? Ist das... Bodyguard? Ist es Bodyguard? Oder war Bodyguard was anderes? Ich weiß es nicht. War Bodyguard das, wodurch keine Krisen mehr gelandet werden? Oder hat das einen vor Zusatzeffekten Status-Moves da geschützt? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall will ich hier endlich mal dieses Herdier-Dingens-Kirchen da besiegen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht so genau, was ich hier gerade machen soll. Ich könnte mir jemanden dazu holen, aber irgendwie ist gar keiner online und... Wenn keiner online ist, kann ich auch keinen dazu holen und werde aufgegeben. Okay, das heißt, ich mache ein neues Battle. Und da Challenge Cup irgendwie gerade nicht so funktioniert, wie ich soll, gucke ich mal, ob ich ein... OU-Battle machen will. Mal gucken, was ich für Teams gerade da habe. Hier sehe ich jetzt gerade meine ganzen Teams. Untitled 8, Untitled 9. Untitled 11. Nee, ich bleib bei Random Battles. Und irgendwie ist hier immer noch Mudslip. Weiß jemand, warum hier noch Mudslip ist? Swellot. Okay. Hide Dragon. Okay. Oh, wir haben Witchy Gears. Aha.
Ich bin kein Fan von Luigi Gigas, außerdem weiß ich gerade nicht so genau, was ich hier mit ihm machen soll. Ich könnte hoffen, dass er mir Schaden macht und Pain Split einsetzen. Pain Split! Okay, das bringt mir kaum was. Trotzdem, Pain Split! Pain Split! Mehr kann Swallowed gerade auch nicht machen, weil die Attacken sind mehr als Kacke für ihn. Obwohl, der Earthquake so, könnte eigentlich sogar was bringen. Ich wechsle mal eben in Regigigas so als Kanonenfutter, weil Regigigas scheiße ist. Wegen genau dieser Fähigkeit. Es wäre an sich voll cool, aber diese Fähigkeit ist so kacke. So, verwirren wir die Gegner doch einfach mal. Warum kann jeder von uns nur Earthquake? Warum? Sollen wir mal confusen? Weil Regigigas Earthquake hätte es nicht irgendwie Return oder sowas haben können. Aber egal. Hydreigon erstmal hier irgendwie zuklatschen, sodass es möglichst keinen Schaden mehr anrichten kann. Und dann selber immer im Substitute reinhauen. Den wechselt. Der kommt mir da ganz gelegen, wenn er da gerade wechselt. Da habe ich genug Zeit für meinen Substitute. Und hier ein neuer Confuse Way. Kann ich schaden. Oh, kacke. Der Shell Smash. Ob ich das jetzt so toll finde, weiß ich nicht. Aber er wird sich damit nur noch heftiger Schaden reinhauen, wenn er sich selber trifft. Und ich gehe jetzt einfach mal auf den Earthquake, weil was soll ich sonst machen? Ich kann ja nicht sein ganzes Team vergiften. Okay, könnte ich schon, aber ich habe das Gefühl, dass das Togekiss ein Paraflincher ist. Sollte ich vielleicht mal nachgucken. Könnte ja sein. Das To... Da hat schon wieder einer aufgegeben. Das ist der Part der Gegner, die aufgeben. Nochmal Random Battle hier bitte. Danke, Searching. So, wenn hier dieser... Ich hoffe mal, es gibt keiner mehr auf. Ich habe keine Lust, ganz viel rausschneiden zu müssen. Attack Order, Toxic. Ich habe Angst vor einer Steinattacke und die ist sehr wahrscheinlich. Das Team ist übrigens ziemlich gut. Ich hole mir meinen Vegicheater. Vegicheater hieß es. Ich war irgendwie gerade bei Vegimak und kam nicht mehr von Vegimak los. Das ist halt Vegicheater. Da habe ich nicht vergessen. Und ich hoffe, dass der das jetzt nicht. Okay, der kann nicht predicten, wenn ich wechsle. Oh Gott, nein. Ich hätte lieber einen Angriff gehabt. Giga Drain wurde. Ich rechne damit, der wechselt jetzt aus. Ja, natürlich wechselt er aus. Hier meine Leech Seeds. Viel Spaß mit denen. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nichts mehr machen. Ich wechsle jetzt ins Suicune. Suicune? Weil Suicune ihn erst resistet und zweitens sehr effektiv treffen kann. Außerdem viel Schaden kann er mir nicht machen wegen meinem wunderschönen Leech Seeds. So, ich rechne mit einem Wechsel und gehe auf Calm Mind. Da kam der Wechsel. So, was mache ich mit diesem Ferrothorn? Hidden Power Electric? Nein, 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 nein. Ich will eigentlich, dass er brennt. Ich will ihn brennen sehen. Burn. Okay, er hat schon damit gerechnet, aber was will ich mit Suicune noch machen? Nee, ich opfer Suicune jetzt. Ich opfer es einfach. Schade, dass ich ihn nicht mehr anzünden konnte. Wäre cool gewesen. Wäre richtig cool geworden. Squafty, du hast Dwayne Punch. Will ich den Dwayne Punch? Ich glaube, ich will den Dwayne Punch. Oder... Nein, ich hole Groudon rein. Ich hole Groudon. Und hau ihm ein Earthquake ins Gesicht. Sehe ich jetzt gerade... Okay. Okay, damit kann ich leben. Kein Sash und der hat 1 HP überlebt. Also nicht mit 1 HP, sondern 1%. Ich bezweifle, dass 1% 1 HP ist bei dem Vieh. Ja, dann. Der kann mir eh nichts mehr. Ich setze Stealth Box raus. Und dann ist das Corazon sowieso ledig, wenn es wieder reinwechselt. Eigentlich ist dieses Corazon tot. Egal, was er macht. Er hat es rausgewechselt. Sein Corazon ist dem Untergang geweiht. Das Corazon ist also eigentlich schon tot. Nicht tot, K.O. Und ich hau jetzt ein Stone Edge in das Zubat. Ich sollte mir vielleicht doch mal erstmal die gucken, was wir für Items tragen, bevor ich einfach random anfange durchzuwagen. Aber irgendwie bin ich dazu zu faul. Wie viel Schaden hat er mir gerade gemacht mit seinem Giga Drain? 55,9%. Ich habe noch 51%. Ich will mich jetzt hier nicht selbst erledigen und wechsle deswegen in mein Simisage, in mein Vegeta. Um den Gigaduell halt zu predikten, weil der war jetzt wirklich offensichtlich, dass der kommt. Und halt ein bisschen hier. Ich will das Groudon nicht wegwerfen. Das Groudon ist nützlich. Und verdammt.
Da kann auch die Hidden Power Eis nichts machen, weil Hidden Power Eis auf Magmortar und in der 6. Generation wurden die Hidden Powers, glaube ich, sogar noch ein bisschen abgeschwächt, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Ich glaube schon. Und nee, das will keiner. Die Frage ist, in wen wechsle ich jetzt, weil mein ganzes Team kommt gegen dieses Magbrand nicht klar. Ich könnte einfach Leech Seeds draufhauen, weil der Sage hier sowieso nichts mehr machen kann. Ich hau einfach Leech Seeds drauf. Der trifft mich super effektiv mit seinem Ding da, mit seiner Hidden Power. Und ich hau ihm nochmal einen Giga-Drain rein, um nochmal ordentlich Schaden zu machen. Damit sollte er dann auch, wenn die Leech Seeds das nächste Mal ziehen, K.O. sein. Habe ich jemanden, der... Das Vieh hat wahrscheinlich Flame Buddy. Da habe ich ein bisschen Schiss vor gerade, um ehrlich zu sein. Aber ich gehe jetzt einfach in Staraptor und hoffe, dass mich der Flame Buddy nicht erwischt. Und hau ihm eine Quick Attack rein. Und natürlich kommt der Burn. Natürlich kommt der. Ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade. Warum jetzt Burn? Das ist irgendwie eine 30% Chance. Aber ich krieg die natürlich. Oh Gott, er hat Zapdos. Zapdos. Ich könnte jetzt einen Groudon wechseln, aber das wäre wahrscheinlich zu obvious. Und Staraptor kann jetzt eh nichts mehr machen. Ich gehe einfach in Close Combat. Weil ein brennendes Staraptor ist kein Staraptor. Außerdem wüsste ich nicht, gegen wen ich Staraptor noch ordentlich benutzen sollte. Weil Staraptor gegen niemanden mehr was wirklich was machen kann. Los, Zapdos, hau Staraptor um. Danke. Ich höre, wie jemand die Treppe hochgeht. Mit ein bisschen Pech kommt gleich wieder jemand in mein Zimmer gestürmt. Auf jeden Fall haue ich jetzt mal Gordon hier raus, um das Zapdos mit einer Stone Edge zu treffen. Auch wenn das... Oh Gott, wieso... Ich habe auf meinem Zapdos auch eine Hidden Power... Nein. Okay, ich glaube, diesen Kampf haben wir verloren. Ich habe nichts mehr gegen Zapdos. Und was für eine Hidden Power könnte es sein? Es könnte eine Pflanze sein. Oder eine Eis. Wahrscheinlich eine Eis. Ich hau Squafty rein. Um ihm wenigstens noch einen Knock-Off drauf zu hauen. Damit er sein Item los ist. Weil es kann nicht schaden, wenn der Gegner kein Item hat. Oh Gott, Toxic. Es wird immer schlimmer, so Item knocked off. Der hatte Leftovers. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich könnte predicten, dass er seinen Zapdos noch ein bisschen behalten will und nochmal auf Knockoff gehen. Aber er hustet sich natürlich. Ich glaube, er will jetzt mich einfach komplett ausstallen, aber das werde ich ihm nicht. Das werde ich nicht lassen. Ich werde mich jetzt Dragon Dancen. Um halt nochmal ordentlich reinzuhauen. Wobei das Gift mich jetzt demnächst wahrscheinlich erledigt, also gehe ich auf den Dwayne Punch, um mich noch ein bisschen hochzuheilen. Er geht vielleicht auf den Boost irgendwann. Nein, das Thunderbolt. Okay, Squafty ist erledigt. Nicht? Warum lebt es noch? Ach, es hat die Fähigkeit. Ach, es hat sein Gift. Ah! Die Fähigkeit hast du. Cool. Cool. Richtig cool. Aber ich glaube, jetzt ist es sowieso K.O. Ja. Haben wir also nur noch unseren Käfer und ganz im Ernst, der hat 50% Schaden durch die Steinchen genommen. Was will er noch gegen die anderen machen? Okay, ich würde sagen, das ist ein ziemlich deprimierender Part heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei wahrscheinlich Schwarz 2, weil ich jetzt wieder das Schwarz 2 aufnehmen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.